Und damit wieder mal hallo und herzlich willkommen zurück bei The Division 2. Wo gehen wir hin? Was machen wir? Was stellen wir an? Ich habe keine Ahnung. Kontaminierte Zone. Okay, wir gehen zur kontaminierten Zone. Ist beschlossene Sache. Voll der Funkenflug hier. Stimmt, ein Kopfgeld wollten wir dann auch noch machen. Hör auf zu explodieren. Böse. Hä? Oh, ins Knie. ihr Trottel solltet euch nie neben einen Typen stellen, der eine scheiß Bombengürtel trägt. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Ich zerlege dich! Niemand zerlegt mich. Und die kleinen Dreck. Kann ich da eigentlich drauf schießen? Oh scheiße. Cool. Ich liebe diese Explosion. Peng peng, puff puff. Plop plop plop. Ich dachte, ich könnte da vielleicht was wegschießen. Dafür klauen wir den Rucksack. Oh, Headset. Anlegen. Achso, das habe ich jetzt um. Ne, okay. Ich dachte, meiner hat's auf oder so. Jetzt bin ich. I'm disappointed. Alter, das sind schon überall Gegner um mich rum. Ja doch. Hä? Was? Fuck. Überlass das mir. Fuck. Ja, ich überlasse es dir, okay. Komm her, komm, ich überlasse es dir. Du gehörst mir. Ja. Sehe ich genauso. Kennt ihr eigentlich Mars Attack? Ich frage mich gerade, warum mir das jetzt in den Sinn kommt. Ich hätte vielleicht einen falschen Zeitpunkt mit dem Thema anzufangen. Weil jetzt wird's stimmungsvoll. Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt. Ich fange danach nochmal mit dem Thema an. Kontaminierter Bereich. Ja, aber voll, Alter, wer schmiert denn die ganze Sache hier rum? What the fuck? Hey, warte, ich laufe hier gerade wieder raus, scheiße. Echo in der Nähe. Oh, Echo, geil. Also, wie halt ständig die Lichter auf, an und ausgehen. Oh! Guter Zufall, dass ich hier rein bin. Hätte ich irgendwie mal wieder Bock auf ein Horrorspiel. Tragbares Gerät erkannt. Ja, jetzt lass mich erstmal das Echo finden. Achso, hier. Nein. Aufwärts. Echo wiederherstellen. Heute Morgen hat er 40 Fieber. Seine Mutter ist auch krank. Ich weiß nicht weiter. Sir, Sie müssen mit der Schwester der Aufnahme sprechen. Ich kann nichts tun. Aber er hat seit gestern nicht mehr gesprochen. Das verstehe ich. Aber wie Sie sehen, sind wir völlig überbelegt. Polly! Polly! Du
tu doch jemand was! Bleiben Sie bitte zurück, Ma'am. Code Blue, eine Notfallbahn. Julie. Alles ist gut. Sie schläft nur. Was macht das Fieber? Scheint runterzugehen. Versuch noch etwas zu schlafen. Max Lopez verstorben. Anthony Lopez verstorben. Carrie Addison zum Theater umgesiedelt. Annie Rice zum Campus umgesiedelt. Vince Gomez verstorben. Polly Fletcher verstorben. Madison Fletcher verstorben. Allison Bronowski verstorben. Sarah O'Keefe umgesiedelt. Warte mal, wo geht's hier lang? Kann ich das Ding auch irgendwie ausmachen? Heute Morgen hat er 40 Fieber. Seine Mutter ist auch krank. Ich weiß nicht weiter. Sir, Sie müssen mit der Schwester der Aufnahme sprechen. Ich kann nichts tun. Aber er hat seit gestern nicht mehr gesprochen. Ach, da. Wow. Schaut halt überhaupt nicht gruselig aus, wenn hier alles bemalt ist. Halt immer noch. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich das sehe, habe ich das im Kopf, dass, wenn das wirklich passiert, wie schlimm das wirklich ausarten würde. Ich meine, wir versuchen immer alles gegen was der Geier was vorzugehen und... Oh, shit. Willst du zum Spielplatz gehen? Vielleicht später. Sicher, es ist so ein schöner Tag. Lieber später. Ja. Aber wenn wir erst einmal da waren, wollte sie nicht mehr heim. Nur noch ein bisschen. Noch 5 Minuten. Nur noch fünf Minuten. Geh weg von mir, dämliches Skelett. Ah, ihr und euer scheiß Geballer, ihr stört hier gerade die ganze... Hä, warte, gehe ich gerade wieder raus? Ah ne, hier geht's wieder rein. Scheinbar ist es dann doch die Kugel hier. Ey, warte mal, das ist das. Ah, das ist das, wo ich war und dann aufgekommen bin. Oh. Ups. Der lebt doch noch, oder? Habt ihr den gekillt? Was wollte ich eigentlich noch machen? Irgendwas wollte ich machen. Es stinkt hier unten. Wenn wir nicht bei... Keine Ahnung. Wir gehen mal in diese Theatersiedlung. Ich hab vergessen, was ich machen wollte. Ach scheiße, ich kann ins Weiße Haus auch. Dann kann ich abbrechen. Abbruch. Okay, dann.
Ey, heute hat mich ja auch einer angeschrieben. Also, heute ist der 26.04., wo ich das aufnehme. Da hat mich heute auch einer angeschrieben wegen dem alten Fallout-Video, Fallout 76-Video aus der Beta. Und man findet ja in der ersten Siedlung, oder beziehungsweise in der ersten, wo halt Menschen gelebt haben, findet man so Audiotapes. Und da findet man ein Audiotape, wo jemand so Aluhut-mäßig drauf ist, so, oh, das sind die Aliens, und das ist alles, das hat alles einen Zusammenhang und dies und das und da und überall. Und dann nannte ich die Folge, weil danach waren auch noch andere Audiotapes und so. Ja, Aluhutträger und Geschichten. Dann kam die Frage, was soll der Titel bedeuten? Denke ich mir erst, hä? Was meint der? Habe ich nochmal drin nachgeschaut. Denke mir, ja genau, das war ja genau die Folge. Und was war dann? Dann schreibe ich, naja, in der Folge kommen... Es ist schließlich neuer Dienst verfügbar, Schichtstandplan, bla bla bla. Kopfgeldeinsätze wollen wir machen, verdammte Scheiße. Dann schreibe ich dem, hey, da drin kommt vor, dass eben jemand denkt, der von dass er Aliens gesehen hat oder dass Aliens schuld sind oder sowas. Und deswegen heißt die Folge so. Und dann schreibt er zurück. Das hat nichts mit Aliens zu tun. Aliens manipulieren dich nicht. Aber schau dir mal das an. Das ist die Wahrheit. Dame, was? Da war da ein YouTube-Link, dass er 5G, das neue 5G-Netz, was sie aufstellen, dass das ja uns kaputt macht. Und dazu hat jemand ein Video gemacht mit einem angeblichen Interview von einem Experten. Und ey, hört mir auf. Oh, Entschuldigung, jetzt muss ich gehen. Hört mir einfach auf damit, ey. Der hat halt einfach gesagt, das ist von einem Experten. War aber eigentlich im Prinzip ja nur eine Computerstimme, die wo das vorgelesen hat. Was dieser Experte erzählt hat. Oder dieser Offizier. Der war... What? Die Division hat hochrangige Ziele überall, die sie identifiziert. Sie finden im Kopfgeldeinsatz-Tab auf der Karte. Achten Sie auf die Zone, in der Sie aktiv sind. Aktivieren Sie einen Kopfgeldeinsatz, um das Ziel zu verorten. Finden Sie Ziele, bevor es entkommt. Nee, und... Dann habe ich geschrieben, das in Fallout sind alles ausgedachte Geschichten. Ja, aber schau dir das an, das ist nicht ausgedacht. Und hat mir den Link nochmal drunter geschickt. Das ist die Wahrheit und die Wahrheit ist spannender als was weiß ich was. Hä? Boah, und dann musst du die Kommentare drunter lesen. Alter, ihr müsstet die Kommentare unter dem lesen. Leck mich am Arsch. Da waren dann irgendwelche Theorien und sowas, wir müssen aufstehen und alle Funktürme zerstören. Bis hin zu, es ist gut, dass diese Funktürme aufgestellt werden, weil die sind ja extra dazu da, weil es zu viele Menschen gibt und es muss nun mal einfach jetzt langsam die Menschheit so in der Richtung, es müssen halt Menschen ausgerottet werden. Was? Wo zur Hölle bin ich hier? What the fuck? Das ist ja nicht mehr normal, Mann. Warrior, Peace Movement South, Zielaktivierung 5. Scharfschützengewehr, Ausrüstung, Fraktionsschlüssel. Ah, da krieg ich die Fraktionsschlüssel, geil. Was hast du? Schrotgewehr. Alter, Leute, ich brauch den ganzen Scheiß nicht. Ich will richtige Waffen haben. War hier da unten? Glaub schon. Ja, dann holen wir uns das scheiß Scharfschützengewehr. Ein Outcast. Kopfgeldeinsatz aktivieren. Ziel erfasst. Peace Movement South. Verbleibende Zeit 15 Minuten. Schwierigkeit normal. Es werden terroristische Angriffe von einer kleinen Gruppe Outcast verübt. Hä? War keine gute Idee. Wieso ist der jetzt da oben? Keine Ahnung. Wir porten uns jetzt einfach mal dahin und schauen, dass wir den Kopfgeldeinsatz machen. Thank you.
Bekommt man auf jeden Fall guten Loot, ey, so wie es ausschaut. Loot, Loot, Loot. Und jetzt weiß ich wenigstens auch, wofür diese ganzen Zettel immer waren, was wir gefunden haben. Man muss dann scheinbar diese Zettel grinden und dann kann man wieder Kopfgelder machen. Aber nachdem wir das die ganze Zeit gemacht haben, ist es halt so. Keine Sorge, Leute, aber alles im Griff. Ich gehe los. Was für ein Bastard? Ach, keine Ahnung. Das Ziel befindet sich in Ihrer Nähe, Agent. Ist ja auch groß und fett auf meiner scheiß Karte markiert. Ich will eine Chance, einige von ihnen umzulegen. Kommen die? Oder muss ich da nahe? Ach scheiße, ich muss nahe zu dem, ne? Ah fuck. Ah, unten rum. Hey, warte mal, ist das nicht das, wo ich schon mal drin war? Ah, das ist dieses... Oh, ist das nicht... Habe ich den Wichser eigentlich jemals wiedergefunden? Der, wo mich da verarscht hat? Also das finde ich manchmal ein Witz. Was war denn das jetzt? Ah, das war so einer Scheiße. Haben Sie sich ein weiteres Kopfgeld verdient. Gut gemacht. Ja, Mann. Modplatz. Alles mitnehmen. Passt. Das ging jetzt aber ziemlich flott. Da könnten wir doch eigentlich das andere auch noch machen. Aber dann müssen wir doch wieder zurück. Das ist ja scheiße. Hinporten, annehmen, zurückporten, töten. Aber das ist schon immer krass, ey, wie manche Leute. Ich meine, klar gibt's hundertprozentig irgendwelche geheimen Sachen, die wo da auf der Welt passieren, aber. Ich habe 5G-Netz? Ernsthaft? Als ob die ganze Scheiße nicht getestet wurde ohne Ende. Und da hat es dann einer auch in den Kommentaren drunter geschrieben, Alter Leute, das ist von UMTS, wie das damals vom ersten Netz oder von was der Geist vom Netz auf UTMS umgestellt worden ist oder UD, ja ist doch schon.
Es ist auch nicht bedenklich, es hat auch geheißen, wir gehen ja alle deswegen drauf und sowas, und ist ja auch nichts gewesen. Alter, ich sage jetzt zwar nicht, dass das vielleicht hundertprozentig alles gesund ist oder sowas, aber ist ja nicht so, als ob das uns alle umbringt. Warum kriege ich nicht mehr Kopfgeldeinsätze? Jetzt muss ich den auch noch holen. Aktivieren. Ein kleines Rudel Hyänas trinkt und kämpft in einer zivilen Unterkunft. Bestätigen. Hä? Warum ist das immer wo ganz woanders? Aber ich find's gut, dass wir eigentlich immer in der Nähe rausgeschmissen werden können. Brauchen wir einen Healer-Affen. Aber vor dem habe ich Schiss, ne? Der hat eine Gatling. Aber wenn wir es schaffen, hinter ihm meinen Turm zu platzieren, könnte's gut enden. Da unten ist wieder das scheiß E auf der Karte. Das Gebäude, was wie ein E ausschaut. Irgendwie stört mich das. Ja, aber das Schlimmste, was man machen kann, ist, nennen wir es mal Aluhutträger diskutieren. Komplett sinnlos. Aber du könntest denen halt auch mit Fakten kommen. Und die würden es dir nicht glauben. Das Ziel ist in der Nähe, Sheriff. Hä? Was? Oh, scheiße. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Warte mal, das sind... Hey, das ist aber nicht das, was ich machen wollte. Sich nähernde Feinde erkannt. Von wo denn? Da. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Bergen, 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 bergen. Komm, 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 komm. Nachschublieferung eingenommen. Was für eine Elektronik, mehr, ne? Achso, das ist nicht schön. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Nein! Hey, wie der Wichser noch davon kommt. Kill ihn! Ah, scheiße! Aber wenigstens ist der tot. Ihr seid so nervig gekackt. Feinde haben eine Nachschublieferung geöffnet. Warte, 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 haben sie nicht? Sich nähernde Feinde erkannt. Scheiße, ach nein, das sind andere. Anlegen. Nachschublieferung eingenommen. Da kommen wir ran! Was? Hey, es ist der Typ, der wo gerade abfällt. Nachschublieferung geöffnet. Boah. War's das? War's. Sehr schön. Warte mal, wollt ihr mir den Kopfgeld machen? Gut. Das war auch bloß wieder so eine Scheißschrupfle. Oh, und ich bin voll. Nachschublieferung eingenommen. Alle Kisten sind nun leer. Nachschublieferung erfolgreich. Die könnten den Scheiß ja auch mal irgendwo ablegen, wo das nicht ist. Das könnte man machen. Ja gut, ich habe wahrscheinlich wieder 1000 Waffen dabei. Zack, 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 zack. Oder? Ja, zerlegen. Ja, mach doch einfach.
Also bringt mir das Zerlegen jetzt auch schon nichts mehr, weil ich schon zu viel von dem Scheiß hab. So, wo ist jetzt das Ziel? Da ist das Ziel. Hä? Wann wird mir das denn angezeigt? Wisst mich jetzt ver... Ach da, warte, da ist es. Da. Verbündeter Nachschubkonvoi erkannt. Mir war neben dem gestanden. Klar hast du den erkannt, Mann. Mann. Oh. Ist der da unten? Scheinbar. Das waren aber spezielle Hyänas, kann das sein? So ein bisschen easy, Alter. Trout. Ja, jetzt plünder den Scheiß. Ah, danke. Ja, fuck, wie tief muss ich denn da rein? Ich glaube, ich höre dann schon rumstampfen, den Sack. Die muss auf jeden Fall weg, weil die nervt. Warte mal, kommt der hier hoch? Okay, das war... Sehr gut. Wow. Wir säubern die Straßen, eine Arschgeige nach der anderen. Gut gemacht, Sheriff. Ja. Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt. Aber ich will mehr haben. Ist doch voll scheiße. Ist doch voll lame. Ich gehe mal nochmal zurück, aber jetzt bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von The Division 2, wenn wir dann die Hyänas jetzt dann endlich mal angreifen. Also, macht's gut und Servus.